Ralf Pape, ich kann mich noch erinnern, als wir nach dem dritten Stadtfest hier standen, hattest du gesagt, ja, vielleicht ein, zwei Veranstaltungen wird es noch geben unter meiner Regie. Danach ist Schluss. Und heute stehen wir hier nach Vollendung, muss ich sagen, des achten Stadtfestes. Es wird weitergehen. Und ganz wichtig ist, dass du heute dein Fazit der diesjährigen Veranstaltung ziehst. Ja gut, du hast vollkommen recht. Die Planung waren 5 Jahre. Wir haben einen sehr guten Freund, mir mehr oder weniger auferlegt, der hier auch federführend dabei ist. Und es sollte dann für sich dann in andere Hände gelegt werden. Aber wie der Teufel es will in Duisburg, ist es nicht so ganz so einfach, die Dinge in andere Hände zu legen. Und deswegen sind wir nachher immer noch an Bord. Und die nächsten 2 Jahre sind ja in Vorplanung. Das heißt, 16. bis 19. nächstes Jahr. Der Termin steht ja schon und ich denke, wir werden damit fortfahren. Und ich glaube, es hat auch in diesem Jahr wieder Riesenspaß gemacht und der Erfolg hat euch auch wieder recht gegeben, obwohl es ja zwischendurch immer so Stimmen gibt, boah, die machen immer das Gleiche, aber es stehen da so viele Menschen, die das Gleiche haben wollen, dass man es gar nicht ändern darf. Bei uns ist ja so, ist ja nicht nur ein Stadtfest, sondern ein Fest, wo Freunde Freunde treffen und wo sich jeder wiederfinden kann. Wir haben unsere Mottotage, es sind nicht alle Tage meine Mottotage, um das mal klar zu sagen. Aber ich denke, jeder kann sich wiederfinden, jeder hat seine Daseinsberechtigung hier, kann Spaß haben oder auch nicht. Ist ja einfach, es kostet keinen Eintritt. Wenn es sich gefällt, kann auch nach Hause gehen. Wir treffen hier Freunde, jetzt seit dem 8. Jahr. Und das macht uns allen, vor allem mir selber, großen Spaß. Und man sieht sie nicht, man hört sie nicht, aber sie sind dauerpräsent, und zwar die Sicherheitskräfte. Und die haben auch in diesem Jahr wieder dafür gesorgt, dass die Veranstaltung völlig friedlich, völlig entspannt gelaufen ist. Ja, ich denke, die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Ordnungsamt und unserer Sicherheitsgruppe Baden-Gronau, die machen einfach ihren Job. Unaufgeregt machen die ihren Job. Es sind immer wieder kleine Scharmützel. Aber die fallen gar nicht auf. Wir haben da eine gewisse Routine entwickelt, gemeinsam. Ich sage erstmal, das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Nach den Vorkommnissen der letzten Jahre, wenn man heute die Baustellen gesehen hat, die wir hier umschiffen mussten. Wir haben ja fast nur noch eine Zufahrt gehabt. Und hat irgendwelche Verrückten meinen, sie müssen solche Feste stören. Wir sind hier Gott sei Dank jetzt 8 Jahre schon von irgendwelchem Stress verschoben geblieben. Ich denke, aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen Polizei, zwischen Ordnungsamt und vor allen Dingen meiner Sicherheitsmannschaft, Baden-Gronau Security, das ist eine der wichtigsten Dinge, das ist ein Garant dafür, dass wir die Sachen weiterführen können. Jetzt stelle ich dir wieder die gemeinste Frage, weil die beantwortest du ja nicht so gerne. Was war in diesem Jahr das Highlight für dich? Ach, das ist keine gemeine Frage, ist relativ einfach beantwortet. Ich habe durch dieses Stadtfest einen meiner besten Freunde, Ray Wilson, kennengelernt. Wir sind, ich will nicht sagen wie Brüder, aber wir haben eine gemeinsame, jetzt 8-jährige oder 7-jährige Freundschaft aufgebaut. Wir sehen uns regelmäßig und wenn die Truppe kommt, ist immer mein Highlight. Aber man muss auch die anderen Dinge halt einfach sehen. Es gibt auch andere Musikrichtungen, Hard Rock, Deutschlager. Und wird ja alles bedient in der Form, ne? Genau, wir versuchen alles zu bedienen, ist nicht immer einfach. Wir haben dieses Jahr mit Christian Anders, ich denke, ein kleines Ass aus dem Ärmel gezogen, der hier die Bude gerockt hat mit 74. Nach Batailisch letztes Jahr, dieses Jahr Christian Anders. Auch eine ähnliche Nummer. Ja. Christian Anders mit 74 hier mit 2 Kung-Fu-Tritten. Also ein Traum. Er hat sich heute noch bei mir bedankt, nochmal extra. Er war begeistert, freut sich wiederzukommen. Jetzt haben wir in diesem Jahr ja mit etwas begonnen, was normalerweise noch nie am Stadtfest vertreten war. Und deswegen ja auch im Hintergrund die beiden Plakatständer. Und zwar Wallace spielte eine Rolle. Es wurde auf eine Weltpremiere hingewiesen, die am 14. November im Theater am Marientor stattfindet. Wie kam das? Ich freue mich, dass du danach fragst. Muss ich wirklich sagen, ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit. Deswegen haben wir auch diese Kooperation seit einigen Wochen, Monaten angestoßen. Es wurde eine wunderbare Geschichte, unser Musical-Theater endlich wieder zu erleben. Sensationell mit einer Weltpremiere, mit Eigenproduktion. Für mich persönlich ein Hammer. Deswegen sind wir auch in eine Kooperation eingegangen, die sich auf viele Dinge erstreckt. Wir machen gemeinsam Werbung,
Die machen da einen geilen Job. Und ich freue mich auf den 14. November. Ich werde selber dabei sein. Und wir haben eine wunderbare Öffnung gehabt mit den beiden Hauptdarstellern. Überragend. Was keiner mit gerechnet hat. Ich denke, die Leute waren begeistert. Und wir hoffen, dass wir jetzt vielleicht dem Musical Standort Nummer 1 in Deutschland werden können. Und ich glaube, so ganz nebenbei geht für Wolfgang De Marco ein Lebenstraum in Erfüllung. Gut, das mag sein. Ich, so ja. Gut kennen wir uns jetzt nicht. Ja, wir kennen uns jetzt seit einem guten Jahr. Er ist halt Künstler, durch und durch und macht da alles für den Erfolg dieser Rollesgeschichte oder auch demnächst weitere Produktionen sicherlich, die in Arbeit schon sind. Aber es ist einfach geil, dass hier ein bisschen was passiert. Ein wunderschönes Standort, ein wunderschönes Musical-Theater, was leider zu lange brachgelegen hat. Und er hat natürlich auch unsere volle Unterstützung. Jetzt die Frage, haben wir noch irgendetwas vergessen, was dir vielleicht am Herzen liegt? Ach, weiß ich nicht. Ich bin heute erstmal relativ zufrieden, dass alles friedlich geblieben ist. Das ist immer das Wichtigste. Und dann, man kann immer Dinge verbessern und immer Ansätze. Da kannst du was. Aber es war friedlich, keiner ist zu schade gekommen. Ich habe Spaß gehabt, die Schausteller sind alle zufrieden. Ich habe riesen Resonanzen, trotz Hagel, trotz Zwischenfall. Stimmt, da war ja auch noch was. Keine Schauer. Die Nummer mit dem DSDS, mit dem DS-Gewinner, mit dem Darwin, mit Alicia, mit Momo, ein Hammer. Die Kids haben die Bühne abgerissen. Ich habe gedacht, ich bin vor 40 Jahren mit den Beatles dort geworden. Ist schon lange her. Oder noch länger. 40 ist schon fast nicht genug. Ja. Verdammt lange her halt, ja. Und natürlich dann noch mit dem Abschluss von Kalle Röder und seiner Band heute, die ein Bomben-Ding hingelegt haben. Und hören auch noch mit verdammt lange her auf. Besser hätte ich es nicht sagen können. Letzte Bemerkung, du hattest es gerade schon angedeutet, 16. bis 19.07.2020 wird wieder was sein? Ich schaffe es in Düsseldorf, mit dem bekannten Namen. Danke. Bitte, gerne.